Stefan Stracke für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die heutige Debatte gibt so einen kleinen Vorgeschmack auf das, was wir an Auseinandersetzungen in den nächsten Jahren erwarten dürfen. Der Rentenwahlkampf ist eröffnet, und die Oppositionsparteien und die SPD scheint ja eins zu einen in dieser heutigen Debatte, ein Überbietungswettbewerb, ein Wettbewerb daran, wie tief ich eigentlich den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zusätzlich in die Tasche greifen will, nämlich an zusätzlichen Beiträgen. Und das eint sie. Unser Ansatz als Union ist in diesem Bereich ein ganz anderer. Denn wir sagen, wir wollen bei dem Beschäftigungsniveau, das wir derzeit haben, festhalten. Wir sehen derzeit nicht den Handlungsbedarf, gerade was das Rentenniveau angeht, sondern wir müssen alles dafür tun, dass wir die richtigen politischen Weichenstellungen in Zukunft auch treffen. Und dies bedeutet vor allem, dass wir die richtige Arbeitsmarktpolitik machen. Und da sind wir in den letzten Jahren sehr erfolgreich, was die Beschäftigung angeht, was die Arbeitslosigkeitszahlen betrifft. Da haben wir sehr viel erreicht. 3 von 4 Frauen sind heute erwerbstätig. Und auch die älteren Beschäftigten verbleiben länger im Arbeitsleben. Das ist eine sehr gute Entwicklung in diesen Bereichen. Dennoch verschließen wir natürlich nicht die Augen von all dem, was uns an demografischen Entwicklungen auf uns zukommt. Wirkliche tiefgreifende Veränderungen, wenn sich die Bevölkerung im erwerbstätigen Alter Mitte 2030 von 50 Millionen auf 36 Millionen reduzieren wird und 40% mehr Rentner dann als heute natürlich auch im Rentnerinnen- und Rentnerdasein sein werden. Das bedeutet, dass wir eine stabile Demografiebrücke bedürfen, und deswegen bedarf es ein Gesamtpaket. Ein Gesamtpaket, das darin besteht, gute Löhne zu haben. Gute Löhne, deswegen ist die Tarifbindung und die Anwendung von tariflich abgeschlossenen Lohnvereinbarungen so notwendig. Dazu trägt auch der Mindestlohn ein Stück weit bei. Und natürlich müssen wir alles tun, dass das Beschäftigungsniveau so lange wie möglich auf dem jetzigen Stand gehalten werden kann. Und deswegen tun wir alles, um Arbeitslosigkeit zurückzudrängen. All dies deshalb, weil Rente letztlich das Spiegelbild des Erwerbslebens in diesen Bereichen darstellt. Deswegen gehört auch zu einer guten Sozialpolitik, dass wir die Bildungspolitik weiter in den Mittelpunkt stellen. Das tut Bayern beispielsweise vorzüglich in all diesen Bereichen. Und natürlich auch Gesundheitsförderung, Prävention und Reha. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Arbeitsplätze Menschen krank und kaputt machen. Wir müssen deswegen auch hier dafür sorgen, dass die Menschen tatsächlich das Renteneintrittsalter auch erreichen können in all diesen Bereichen. Auch dafür hat diese Große Koalition schon sehr viel getan. Und was das Rentenniveau angeht, wenn man sich das mal ansieht, sind wir weitaus besser als alle Prognosen. Das hat nämlich vieles mit der derzeit guten wirtschaftlichen Lage zu tun, mit der Anzahl an sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen. Deshalb ist es so wichtig, genau daran den Akzent zu setzen. Und tendenziell wird auch das Rentenniveau viel zu niedrig ausgewiesen. Darauf weist beispielsweise die Deutsche Bundesbank hin in ihrem Bericht im August diesen Jahres. Zum einen wird die Erhöhung des Renteneintrittsalters nicht wirklich abgebildet. Und dies führt eher dazu, dass das Rentenniveau weit weniger sinkt, wie all dies, das wir derzeit lesen können. Und zum Zweiten wird das Gesamtversorgungsniveau sehr wohl stabilisiert durch die Riester-Rente. Auch darauf weist beispielsweise die Deutsche Bundesbank nochmals hin, auch unter dem Zeitalter der Niedrigzinspolitik, die wir in diesen Bereichen auch alles haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir setzen vor allem daran an, wo typische Armutsrisiken bestehen. Das betrifft die Erwerbsgeminderten. Wenn derzeit 500.000 Erwerbsgeminderte auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind, dann ist dies tatsächlich ein schwerwiegendes Thema. Das sind im Übrigen 320.000 mehr im Vergleich zu 2003. Deswegen hat diese Große Koalition bereits reagiert in ihrem Rentenpaket mit der Erhöhung der Zurechnungszeiten. Wir werden dies nochmals tun. Ich glaube, das ist der richtige Ansatzpunkt, um gerade diesen Bereichen zu helfen. Und deswegen gehen wir hier entsprechend weiter. Bei der Altersleistung, die Altersleistung im Alter, auch da wollen wir diejenigen, die ein Leben lang gearbeitet haben und auch vorgesorgt haben,
besser stellen als diejenigen, die nicht gearbeitet haben und sich nicht um ihre Altersvorsorge gekümmert haben. Arbeit und Vorsorge muss sich im Alter auszahlen. Das heißt aber auch, Zugangsvoraussetzung für eine Besserstellung muss ein kapitalgedecktes Standbein sein. Dies sieht auch der Koalitionsvertrag so vor. Und Frau Nahles möchte mit ihrer Solidarrente aber bereits die langjährige Beitragszahlung in die gesetzliche Rente genügen lassen. Das ist ein zentraler Webfehler ihres Konzeptes. Und deswegen lehnen wir in diesem Bereich die Vorschläge ab. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese gesamte Diskussion, die wir führen, konzentriert sich auf die Rente. Dabei spielt natürlich die Frage der richtigen Balance zwischen denen, die derzeit in Rente sind, aber auch diejenigen, die für die Rentenzahlungen aufkommen, eine erhebliche Bedeutung. Und deswegen müssen wir da ganz genau aufpassen. Und ich vermisse in dieser Debatte eins: Wir konzentrieren uns ausschließlich auf den Bereich der Rente. Wir sollten auch die Entwicklungen, was den Pflegebereich angeht, wir sollten die Entwicklungen, was die gesetzliche Krankenversicherung betrifft, genauso in den Blick nehmen. Und nur wenn wir dies gemeinsam tun, alle drei Sozialversicherungssysteme, dann macht es Sinn, dass wir hier eine solide Debatte über die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme führen, nicht isoliert, weil dies auch dazu führt, dass man hier immer nur einen begrenzten Blickwinkel in diesem Bereich hat. Wir treten dafür ein, dass wir dies gemeinsam tun, Pflegeversicherung, Krankenversicherung und die Rentenversicherung in den Blick zu nehmen. Dafür bietet sich das an, was wir auch in den letzten Jahren so erfolgreich gemacht haben, nämlich eine breite gesamtgesellschaftliche Debatte, flankiert auch durch entsprechende Kommissionen. Das halte ich für geboten in diesen Bereichen. Herzliches Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Stracke. Nächster Redner, Dr. Martin Rosemann für die SPD-Fraktion.